Jo Leute, ich bin aus dem Urlaub wieder zurück und habe auf meiner Festplatte noch ein Video zu DayZ gefunden, was ich natürlich noch hochladen wollte. Allerdings muss ich dazu noch kurz was erklären. Und zwar sind wir nicht mal an der Küste beim Leuchtturm, wo wir die Militärinsel in der letzten Folge ja, ausgekundschaftet haben, beziehungsweise geplündert haben, sondern wir sind jetzt in Tscherno in der Hauptstadt und sind in einem Parlamentsgebäude, also in einem fetten Rathaus drin. Und dort haben wir erstmal oben einen Typen ausspioniert und anschließend ist er dann in das Parlamentsgebäude reingelaufen und wir haben uns dann natürlich um ihn gekümmert, beziehungsweise haben ihn dann ja, festgehalten und dabei stellte sich heraus, dass er nicht alleine war, sondern noch einen Kumpel hatte. Wie das allerdings ausging, könnt ihr hier ruhig sehen. Das war schon spannend. Viel Spaß! Da war noch jemand unten, ne? Der hat ein Mate Ja. unten gehabt. Der hat Der gelogen. hatte keine Freunde. Ich Doch, komme hier rein. der. Hier, hier bin ich. Hier, hallo, andere Wohnung. Da. Wo ist der Typ? Wo bist du? Wo Komm mal bist hier du? rein. Komm mal hier rein. Nicht abknallen. Der hat so lang. Wo seid ihr? Hier, Hier, weiß nicht, ob du uns weiß nicht, ob hörst. du uns hörst. In derselben Ja, Wohnung in wie du, derselben auf Wohnung jeden wie du, Fall. auf jeden Fall. Ich bin oben, da wo der Fahrstuhl ist. Wir sind in der ersten Wir sind in der Wohnung, ersten also Wohnung, zwei Wohnungen also unter zwei dir. Wohnungen unter dir. Da ist noch ein anderer, pass auf, wenn jemand mit einer beigen Jacke kommt, der hat eine Okay, Waffe, der hat komm auf mal, mich auch komm mal. gezielt. Also du hast Und keine du hast Freunde keine dabei? Freunde dabei? Nein, habe ich nicht. Unten im Erdgeschoss haben wir vorhin einen gesehen. Auf den habe ich auch geballert. Der gehört da nicht zu dir. Nein. Macht es dir Also was aus, macht wenn es dir was aus, wenn wir wir so die lange Situation hier die unter Kontrolle Situation hier unter haben, Kontrolle dich haben und fesseln? dich Mehr machen wir fesseln? aber Mehr nicht, nur machen wir aber fesseln. nicht, nur fesseln. Wir vertrauen nicht so Wir vielen vertrauen dir Spielern nicht, wir haben hier. keine Wahl, ne? Ja, also. Ja, sag, wir töten den nicht und der kommt wieder frei, wenn Wir er uns jetzt töten nicht dich auf verarscht. jeden Wir Fall töten dich nicht, auf jeden also Fall nicht, wir haben also das nicht wir haben nötig, das aber nicht nötig, also aber du kannst uns also du vertrauen, kannst uns aber. vertrauen, aber. Ja. Aber der soll unser Vertrauen nicht missbrauchen, indem er jetzt irgendwie einen Spieler, feindlichen Spieler da irgendwie anheuert oder so. Zieh dir mal bitte den Burlap-Sack über den Kopf. Jan, wie fessel ich denn, Leute? Mach du das. Jan. Nein, ich töte niemanden. Hast du Ja, du, Ducktape? da ist so eine Option. Ich hab Nein, hier Ducktape, ist aber du hast nichts. auch was, oder? Mach du das. Ja, das backt gerade Muss ich aber meine. irgendwie. Muss ich meine AK wegnehmen? Zieh erstmal den Burlap-Sack über den Kopf, nimm den mal in die Hand. Nee, ich will den nur fesseln. Der soll das hier miterleben. Dass wir den nicht traden oder sowas. Also du hast Klebebandrolle in der Hand. Nee, das geht nicht. Jetzt komm hier hin. Ich hab alles unter Kontrolle. Ich habe meine AK aber hier. Ja, dann leg die woanders hin. Ey, mal bitte die Tür ab. Ja. Und pass auf, dass der Typ jetzt nicht irgendwie Kacke macht. Dieses Spiel ist so verbuggt. Das geht nicht. Okay, wir können dich Okay, nicht wir können fesseln. dich nicht Keine fesseln. Sorge, Keine Sorge. wir passen auf Wir dich passen auf auf. dich auf. Ich bleib hier stehen. Erster Stock, hat er gesagt. Der ist mit dem Typ am Teamspeak. Was war das gerade? Was war das gerade? Junge, du hast ein Mate. Wir haben gerade dein Teamspeak gehört. Dein Mate soll jetzt hier hochkommen oder ihr werdet beide sterben. Ich hab kein Mate. Ja, wir haben gerade dein Ich bin in meiner Teamspeak-Sound Freundin. gehört. Nee, nee, nee. Wir haben unten im Erdgeschoss sogar einen gesehen. Jetzt verarsch uns Was nicht. davon ist? Ich hab kein Mate. Ich Okay, bin. dann. Junge, Also fünf entweder das Sekunden, war. fünf Nein, nein, Sekunden ey, oder du bist nein, nein, ey. tot. Entweder das war jetzt ein Entweder das war jetzt. Walkie-Talkie Dann bin von ich einem tot. Dann Talkie schieß von mich einem. ab, du Fotze. Nein, das haben wir Nein, nicht das kann nötig. ich Haben nicht. wir Was soll nicht ich noch nötig. sagen? Also, ich glaube, das war ein Das war ein Walkie-Talkie. Walkie-Talkie. Auf jeden Fall ist ja Auf noch jeden Fall einer. ist ja noch einer. Ich glaube, wir können die Ich glaube, vertrauen, wir können die oder? vertrauen, oder? Ich vertraue dir nicht, Junge. Der hat doch gerade Ja, irgendwas klar. vom Teamspeak gehabt. Der verarscht uns. Sobald da jemand die Treppe hochkommt, baller ich den ab, ne? Ja. Kannst du den Typen mal die Axt oder so Nein, abnehmen? der Typ macht schon nichts. Der hat die Hände weiter oben. Ich denke nicht, dass du uns Ich denke gefährlich nicht, dass werden du uns könntest. gefährlich Wir gehen werden einfach einen könntest. Wir Stock gehen höher. einfach Du einen Stock bleibst höher. einfach Du hier bleibst und einfach dann hier kannst du und dann runter kannst gerne du und runter wir gerne. können. Okay. Komm, wir gehen einen Stock höher. Okay. Ich Okay. muss mich für meinen Mate Muss mich für entschuldigen. meinen Der Mate kann manchmal entschuldigen. Der kann etwas manchmal etwas aggressiv werden. aggressiv Schönen Tag werden. noch. Schönen Tag. Danke. Also.
Wir gehen zwei Stockwerke höher, Jan. Kein Risiko eingehen. Ey, mal bitte den Flur ab. Ich vertraue dem nicht. Auf jeden Fall nicht höher, wenn nicht hochkommen. Renn einfach runter. Renn einfach runter. Okay, ich lauf langsam runter. Ich vertraue dem überhaupt nicht. Wir haben die Situation gut gehandelt, ne? Wir brauchen keine Toten. Wieso willst du den Typen so bedrohen? Ich vertraue den Typen hier nicht. Ja, aber der hatte doch nicht... was hat er denn nötig? Wenn der gleich hier hochkommt, dann knallen wir den ab, ja? So einfach ist das. Neuer Spieler im Industriegebiet. Wie viele? Einer. Equip? AK oder so hatte der. Das war der Typ, glaube ich, den ich unten angeballert habe im Haus. Hatte der eine beige Weste, also so ein beiges Oberteil an? Ja. Dann ist er das. Rennt der weg oder zu uns? Der ist hinten im Industriegebiet. Ich glaube in der... Ne, der rennt hinten weg. Hast du immer noch Treppenhaus? Ja. Wenn er jemand hochkommt, wenn der Typ nochmal hochkommt, knall ihn einfach ab. Ohne Vorwarnung. Ich habe dir gerade gesagt, dass er nicht hochgehen soll. Das ist seine letzte Verwarnung. Muss man sagen, das ist jetzt gerade eine richtig angespannte Situation hier. Wir hatten gerade eine Geisel und so. Nein, ich bin nicht so jemand, der Leute tötet. Ich habe gesagt, wir gehen einen Stockwerk höher und der Typ geht jetzt runter. Wenn er hochkommt, wird er abgeknallt. Aber hier sind noch Leute, andere Leute im Haus. Wir können hier auf jeden Fall nicht runter. Wir können auf keinen Fall runter, weil wir sonst wahrscheinlich in die Gefahr laufen zu sterben. Die werden, ich wette, was willst du machen? Ich töte jeden, der hier hochkommt. Also. Ja. Ja, was solltest du sagen? Nö, ich habe nur gesagt, dass wir auf jeden Fall nicht runtergehen. Vielleicht will der Typ uns wirklich trappen und der hatte wirklich einen Freund. Hast du es nicht gehört, als er geredet hat? Ich hab's gehört, aber was willst du denn? Ja, als der Typ geredet hat, hat irgendjemand gesagt, im ersten Stockwerk, oder? Hat so ein Typ gesagt. Hat er gesagt, genau. Ja. Aber was willst du denn machen? Wir wollen doch keinen aufknallen, der... Ja, aber trotzdem, wenn er doch irgendwie uns anlügt, wieso sollten wir denn dann vertrauen? Und bist dann also freilassen, wenn er uns belügt? Er ist nicht gefährlich, aber sein Mate ist vielleicht gefährlich. Du musst das mal so betrachten. Aber der hat... Also ich denke schon, dass er mit Mate hier ist, aber... Ich hätte ihn einfach töten sollen. Scheiße, ich hab schon wieder Kacke gebaut. Du bist immer so, du bist wie Yoshi, einfach direkt drauf ballern. Nein, ich löse den DayZ nicht demokratisch. Sein, das Rad war Glück, dass ich ihn überhaupt nicht getötet habe. Es gibt in DayZ zwei Arten von Spielern, ja? Bandits. Und andere Leute. Was willst du sein? Willst du jemand sein, der ohne Vorwarnung alle Leute abknallt und trappt? Oder jemand eigentlich sein, nicht, aber ich vertraue den Leuten nicht. Ich auch nicht. Aber was will der Typ ist uns nicht gefährlich. Wenn ja, der ist nicht gefährlich, aber wie ich schon sagte, der hat uns erstens belogen, der hat zwar gesagt, ja, da er wird mit seiner Freundin reden und da war das erstens eine männliche Stimme und zweitens war die auf jeden Fall über Teamspeak, das hat man auch gehört. Und der Typ war auch unten im Treppenhaus, wenn ich angeballert habe. Und der hatte eine Waffe. Ich will ja nichts sagen, aber wenn man uns schon belügt, dann sollte das doch schon sehr komisch irgendwie sein. Ich guck mal weiter hier. Wir können hier auf jeden Fall nicht weg. Wir könnten einen Sturmversuch machen und rausrennen, aber dabei werden wir dem Kreuzfeuer zum Opfer fallen. Nee, ich renne nicht raus. Steppst du? Jetzt gerade? Ja, nein. Ich habe gerade Steps gehört, glaube ich, im Treppenhaus. Step gerade nicht. Ich sag, bevor ich schieße. Ja, wenn da was ist, sag auf jeden Fall. Sonst erschrecke ich mich übelst. Bleib mal zum anderen Fenster. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Es war ja wohl doch ziemlich spannend. Allerdings kann ich euch entwarnen, uns ist nichts mehr passiert. Wir konnten das Parlamentsgebäude sicher verlassen und uns dann auf den Weg außerhalb von Tscherno begeben, wo wir uns dann an einer geeigneten Stelle ausgelockt haben. Ist nicht so weit weg. Und auf jeden Fall ist das Ganze aufgenommen worden, bevor ich in den Urlaub gefahren bin.
Und jetzt bin ich ja wieder aus dem Urlaub da und ja, Robin ist jetzt erstmal für eine kurze Zeit lang nicht da und deswegen wollen wir mal kurz eine Pause machen und dann mit der Sie-Part Nummer 9 Ende August wieder starten und dann geht es auf jeden Fall wieder weiter. Dann wahrscheinlich auch mit 4 Leuten, nicht mehr nur wir beide, sondern dann sind wir zu viert wahrscheinlich. Und ja, deswegen haben wir jetzt hier ja auch kein Outro. Guckt euch nochmal den letzten Part an, falls ihr es vergessen habt. Und ansonsten schaut euch auch unsere anderen Videos an. Wir werden jetzt auf jeden Fall demnächst auch zu verschiedenen Serien noch mal genauere Videos machen, beziehungsweise besonders zu Filmen, wie zum Beispiel den neuen Star Wars, wollten wir auch mal noch ein, zwei Videos machen. Und bis dann würde ich sagen, macht's gut. Ciao.